Okay, nein. Jetzt ernsthaft. Also wir testen heute Dyson Airwrap. Vanessa hat Volume and Shape, das ist eher für fies Haar denkt. Und ich habe Smooth and Control und das ist eher für dickes Haar denkt. Dyson empfiehlt, dass man das Ganze auf feuchtem Haar ausprobiert. Probiert es jetzt einfach mal auf trockenem und schaut, wie es funktioniert. Okay, falsch. Ich glaube, ich habe es völlig falsch gemacht. Oh. Es hat eine Welle. Hey, ich weiss nicht, wo rum. Okay. Aber jetzt frage ich mich eigentlich hätte ich das auf dieser Seite machen damit die Lücke rausgeht. Ich habe Angst. Ja, aber das sollte ja nicht so sein, oder? Dass nachher die Haare so runterlumpen. Nein. Ja, das Problem ist, der Luftwirbel wirbelt einfach alles andere auch mit auf. Es ist so deine Haare sind zu lang für den. Dadurch finde ich, sieht eigentlich wirklich mega schön aus, bis auf den Oberteil, der ist ein bisschen willkürlich. Ich weiss nicht, was ich da falsch gemacht habe. Kann ich da einfach spritzen? Hallo! Mann! Ich glaube, sie sind zu nass. Ich, ich bin so blöd! Ich bin die ganze Zeit im Kälteschock. Nein, es sieht aus, als hätte ich sie fett getränkt. Wenn ihr euch noch nie eine Locke gemacht habt, kauft euch einfach einen normalen Lockenstab. Das wäre jetzt mein erster Gedanke. Aber ich meine, du hast ja schon viele Locken in deinem Leben gemacht, nicht? Und du findest das auch schwierig? Also eigentlich schon. Ich muss doch schauen, das Kabel ist doch nicht ganz so lang. Das kann Dyson vielleicht das nächste Mal etwas länger machen. Nein. Ah, jetzt. So, jetzt mal schauen. Ui! Ich bin sowieso generell nicht so ein Fan von Löckchen, die bis rauf gehen. Das Einhändige ist nicht so... Nein. Ist noch tricky. Mal schauen. Ja, es gibt einfach etwas. Also die Löckchen gefallen mir überhaupt nicht. Ich persönlich bräuchte den grösseren Aussatz. Ich glaube, ich probiere das im Fall gerade mal aus. Ja, vorne durch. Ich glaube, einfach meine vordere Strähne ist ein bisschen zu kurz. Aber das finde ich jetzt schon viel besser. Es geht mehr Richtung Beach Waves. Und ich finde, den finde ich eigentlich richtig cool. Aber wir müssen es mal am ganzen Kopf ausprobieren. Bei mir gibt es einfach ein bisschen Volumen. Durch das, dass die ganze Luft da so die Haare aufwirbelt, also so die kleinen Babyhörli, sieht jetzt der ganz obere Teil vom Kopf so ein bisschen frizzy aus und alle Hörli stehen auf. Es sieht so ein bisschen Sturmluftfrisurmässig aus, nach einem stürmischen Morgen. Wenn man es mal draus hat, wie es geht, dann ich glaube, ich kann mir sicher lässige Locken machen. Und ich glaube, wenn man das kauft, dann muss man sich beraten lassen. Wie die heissen? Ja, fast. Burrell. Das ist wie sagen wir dem? Lockenstab. Lockenaufsatz. Bill Burrell. Soft Smoothing Brush, Round Volume. Ich weiss es auch nicht. Dyson Volume and Shape. Das ist ein bisschen blöd. Siehst du es von dort aus? Ich muss ihn einfach in die Richtung schauen.